Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Exoic TV und zu dem ersten Exoic TV Vlog. So Leute, ich habe mir eine neue Rubrik für Exoic TV überlegt, und zwar diese Exoic TV Vlogs. Die werden mal manchmal kommen, jetzt nicht täglich oder nicht wöchentlich, also kein fester Rhythmus. Einfach, wenn ich mal Bock habe und euch etwas zeigen kann, beziehungsweise zeigen möchte, sagen wir es mal so. Worüber werden diese Vlogs gehen? Natürlich werde ich jetzt euch nicht zeigen, wie Schuhe kaufen die oder so eine Scheiße, das interessiert natürlich keinen. Sondern es wird, wie üblich, auf diesem Kanal um Tiere gehen. Ich werde euch hier zeigen, wie ich meine Tiere füttere, wie ich zum Beispiel Terrarien einrichte, wie ich zum Beispiel Boxen einrichte, Tiere umsetze, wenn ich mal Zuchterfolge habe, Updates und so weiter und so fort. Ich werde euch hier also einen Einblick ermöglichen, wie bei mir diese Tage ablaufen, wie ich meine Tiere pflege, wie ich die füttere, was für Problematiken auftreten, einfach auch ein paar technische Sachen erklären, wie zum Beispiel Glühbirnenwechsel oder irgendwas reparieren, eventuell Scheiben reparieren, wenn die mal kaputt brechen. Über solche Sachen werden diese Vlogs dann gehen. Leute, ich hätte eine ganz, ganz große Bitte an euch, und zwar: Wenn euch das Video gefallen hat, bitte drückt ein Like-Button. Ich möchte nämlich ganz einfach schauen, wie bei euch diese Vlogs ankommen. Wenn ihr sagt, nein, das gefällt uns nicht, es ist nicht spannend, du zeigst nichts Neues, es ist scheiße, dann lassen wir das auch. Ich werde dann auch keine Vlogs mehr machen. Wenn ihr aber sagt, ihr findet das relativ cool und ich sollte das manchmal machen, dann drückt bitte den Like-Button und teilt mir damit mit, ob ich meine Arbeit gut mache oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Vlog gleich mal an. Die erste Sache, die wir heute machen werden, ist bei mir die pflanzenfressenden Wirbellosen abzufüttern. Ich meine damit die Schaben, zum Beispiel hier die Grillen, die Krebse, die Krabben und so weiter und so fort. Das sind natürlich keine richtigen Pflanzenfresser. Ich bezeichne die als Pflanzenfresser, weil die halt Pflanzen und Aas fressen. Also es sind jetzt keine Raubtiere in dem Sinne wie zum Beispiel Vogelspinnen oder Frösche oder sowas. Diese Tiere bekommen bei mir dreimal pro Woche was zu fressen, und das werde ich jetzt schnell zusammenschneiden und dann servieren wir das mal den Tierchen. So, das jetzt ein bisschen dunkler ist, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz das Licht an. So sieht meine große Schokoschabenzucht aus. Das sind, ich würde sagen, so 1000 Tiere werden da wohl drin sein. Das ist eine schöne große Zucht. Die habe ich vor gut einem halben Jahr angefangen. Funktioniert sehr, sehr gut. Die werden wir jetzt auf jeden Fall als erstes mal abfüttern. Die bekommen sehr, sehr schön viel Möhrchen. Auf jeden Fall hier in das Schälchen rein. Also eigentlich fast alles, was ich an Möhren geschnitten habe, das bekommen die. Ich fülle denen noch schnell Wasser nach. Und als bisschen Eiweißnachschub bekommen die Schaben heute noch so getrocknete Fische. Die fressen sie sehr, sehr gerne. Ich gebe denen meistens etwas Hundefutter und ein bisschen von den getrockneten Fischen. Und da passt das. Heute bekommen sie nur das, weil die haben letztens auch schon ein bisschen Hundefutter bekommen. Und die müssen jetzt nicht jedes Mal so extrem viel Eiweiß fressen. Obwohl Proteine tun denen schon ganz gut. Die wachsen dann halt schneller und vermehren sich auch besser. Aber so extrem überzüchten müssen wir sie jetzt auch nicht, weil ich verfütter pro Woche zwar rund ungefähr so 30 Tiere. Aber die Population nimmt nicht ab. Also die vermehren sich immer weiter. Deswegen müssen wir die jetzt nicht dazu bringen, dass die jetzt noch mehr produzieren. So Leute, als nächstes werden wir die Tiere in diesem Becken abfüttern. Ich habe hier meine Procambirus Clark und meine Procambirus Phalax Babys drin. Und die bekommen eine tote Schokoschabe auf dem Angelhaken. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wieso auf dem Angelhaken. Ganz einfach deswegen, weil der Angelhaken schön auf dem Boden sinkt. Und so kann ich das den Tieren relativ einfach geben. Vorsicht, die Kamera wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich wackeln, weil sie jetzt gerade hier auf dem Bett steht. Ich habe dieses Becken hier auf meiner Fensterbank stehen. Da kommt die Nahrung. Und es wird nicht lange dauern, dann werden die ersten kleinen Krebse schon angekrochen kommen und sich über den Leckerbissen freuen. Also, das erste Tierchen, was sich hier über die Schabe hergemacht hat, ist ein Procambirus clarki, Jungtier aus eigener Nachzucht. Das Tierchen, was da gerade hinten vorkommt, ist das größte Krebschen in diesem Becken. Also das da hinten ist einmal ein Marmorkrebs, also Procambirus phalax. Die vorne, die hier gerade streiten, sind zwei Clarkis. Das Futter sieht relativ wenig aus für so viele Tiere, aber das reicht völlig. Also die werden das auch nicht ganz auffressen. Nur am Anfang sind sie halt immer ein bisschen hastig, wenn es frisches Futter gibt. Außerdem bekommen die gleich noch eine Scheibe Möhrchen. Aber die sind jetzt hier ganz, ganz munter am Fressen, wie man sieht. Das ganze Becken ist eigentlich wunderschön veralgt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde das ein mega schönes Becken. Es ist extrem einfach gestaltet. Ich habe da einfach so halbierte Blumentöpfe reingetan, ein paar Steine. Das hat sich hier schön veralgt. Man sieht, da ist richtig fette Schicht Algen dran.
Hier ist ein kleines Beatmungsgerät, dass hier mal frisch Sauerstoff reinkommt und das Wasser wird, also die Hälfte des Wassers wird einmal pro Woche ausgewechselt. Diese zwei Arten haben eigentlich kaum Anforderungen an die Wasserqualität, also die funktionieren perfekt bei ganz normalem Leitungswasser, was ein bisschen veralkt ist, und wenn da immer schön Luft reinkommt, dann funktioniert das perfekt. Und ich finde die Optik einfach wahnsinnig schön von diesem Becken. Wenn die Sonne reinscheint, da sieht es aus wie ein richtiger Bachlauf, also ich finde das einfach ein wahnsinnig schön gewordenes Becken. Hier kommen ein paar Bilder eingeblendet, wie es aussieht, wenn die Sonne reinscheint. So, nach einigen Minuten hat sich die Lage relativ beruhigt. Die Tiere, die vorhin gefressen haben, die sind jetzt schon weggegangen. Die haben sich sehr satt gefressen. Diese Krebse haben relativ kleine Mägen, deswegen fressen die auch auf einmal nicht so sehr viel. Nur wenn es halt frisches Futter gibt, dann kommen erstmal so kleine Streitigkeiten auf, aber das beruhigt sich dann relativ schnell wieder. Und hier sieht man jetzt eine sehr, sehr schöne Sache, dass zum Beispiel ein ganz, ganz kleiner Procambeus clarki mit einem relativ großen Procambeus clarki zusammenfrisst. Der große Bruder könnte dieses Jungtier locker töten und locker fressen, wird aber nicht tun, da die Tiere überhaupt nicht kannibalistisch fahren. Anlagt sind. Das heißt, man kann sie sehr, sehr gut zusammenhalten, und wenn man denen genug Futter gibt, dann haben die Tiere auch keinen Anlass dafür, wirklich ihre Geschwister aufzufressen. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen die Tierchen mal auffressen und gehen weiter zu den nächsten Tierchen. Gut Leute, als nächstes füttern wir meine absolute Favoriten Grillenart. Wer es nicht weiß, ich mag Grillen sehr, sehr gerne. In dieser Box lebt die Art Homeogryllus xanthographica, auf Deutsch bekannt als äthiopische singende Grille oder äthiopische Singgrille. Ich habe gerade größere Nymphen da, also so sehen die aus. Sind noch nicht ganz adult, aber wir haben hier auch schon superadulte Tiere drin. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Die können nämlich relativ gut, die klettern zwar nicht auf den glatten Oberflächen, nur leider ist die Box schon relativ dreckig und daher können die relativ gut drauf klettern. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ist wirklich eine wunderschöne Art, wie der Name schon sagt, aus Äthiopien und den umliegenden Ländern. Die Tiere bekommen jetzt eine Scheibe Gurke und eine Scheibe Süßkartoffel. Und das wäre dann das Futter für die nächsten Tage. Das reicht dann auch. Ich nehme das Futter bei den Tieren nie raus. Also das wird hier ganz einfach drin gelassen. Ich habe hier auch Asseln drin, deswegen, wenn da was übrig bleibt, dann kümmern sich die Asseln drum. Und ja, ich habe jetzt leider keine adulten Tiere. Die würde ich nämlich ganz, ganz gerne zeigen. Ist wirklich eine wunderschöne Art. Wir haben hier schon ein paar superadulte Tiere drin, aber der Großteil ist halt noch relativ klein. Ich kann euch mal ein paar Tiere ein bisschen näher zeigen. Sind wirklich auch in diesem Stadium schon sehr schön. Haben diese matt-schwarze Färbung. Das wird sich auch nicht ändern. Also sie sehen auch im adulten Stadium so aus. Ups, jetzt ist hier gerade sogar ein Tierchen rausgesprungen. Mal wieder zurück. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tiere. In der Haltung auch sehr, sehr einfach. Aber ich habe über die Tiere schon mal ein Haltungsvideo gemacht, glaube ich. Also könnt ihr euch das ruhig angucken. Das ist zwar schon relativ alt, aber ich glaube nicht, dass sich da viel verändert hat. Was sie halt brauchen, ist Feuchtigkeit. Also die mögen es schön feucht. Ähnlich wie die Höhlengrillen. Also die Haltung ist eigentlich 1:1 genauso wie bei den ostafrikanischen Höhlengrillen. Die brauchen es genauso feucht. Und ja, füttern kann man die halt mit verschiedenen Gemüse, Obstsorten, manchmal ein bisschen Aas und sowas. Und dann funktionieren die eigentlich einwandfrei. Gut Leute, als nächstes ebenfalls eine Grillenart aus Afrika. Und zwar haben wir hier die Phallophilacris bredoides oder unter dem deutschen Namen bekannt als ostafrikanisch Höhlengrillen. Die Tiere sind, wie der Name schon sagt, Höhlenbewohner. Das heißt, die mögen eigentlich Tageslicht, wie man sieht, überhaupt nicht. Da sind ungefähr 50 Tiere drin, 50 adulte Tiere. Die haben sich jetzt alle versteckt, aber wir werden jetzt mal hier ganz böse dieses Rindenstück hochheben. Und da sehen wir auch schon einen Teil der Tiere. Wirklich sehr, sehr schöne Tierchen, können aber auch sehr, sehr gut springen. So, die bekommen ebenfalls ein bisschen Gemüse. Ebenfalls ein Stück Gurke und ein Stück Süßkartoffel. Hier werde ich jetzt auch noch ein bisschen die Box befeuchten, die ist nämlich schon relativ trocken. Die können ruhig ein bisschen feuchter gehalten werden. Gut Leute, diese Tiere werden wir heute mal nicht füttern, ich wollte euch die einfach mal zeigen. Die sind neu bei mir, ich habe die seit rund einer Woche, also ich wollte sie eigentlich nur so als Update mal zeigen. Das sind Desmoxitis platana, drei Stück. Das sind wirklich wunderschöne Bandfüßer aus Südostasien. Man sieht diese wirklich, wirklich stark rosanen Zipfel, und der schwarze Körper, der harmoniert eigentlich wahnsinnig gut miteinander. Die Tiere sind nicht sehr groß, also das sind noch Jungtiere, die sind an sich nicht groß. Diese Jungtiere haben jetzt eine Körperlänge von rund 2 cm. Adult werden sie ungefähr 5 cm lang.
Aber ich glaube, für die kleine Größe entschädigt wirklich diese wirklich wunderschöne Farbe. Das harmoniert einfach wunderbar. Ich finde die Tiere einfach mega klasse. Hier nochmal diese mega schönen Farben. Auch die Beine sind rosa. Auch der Bauch ist rosa. Also das sind wirklich wahnsinnig schöne Tiere. Ich finde die einfach mega klasse. Und ja, ich hoffe mal, dass die sich hier prächtig entwickeln und dann auch für viel Nachwuchs sorgen. Also ich habe noch zwei Schabenarten, die ich füttern muss. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil das eigentlich dasselbe ist. Ich werde einfach da ein bisschen Gemüse reinschmeißen. Das ist erstens mal die Oxia lordoista und zweitens mal die Gina Cafrorum. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so extrem spektakulär ist, dass man das unbedingt filmen muss. Außerdem möchte ich auch nicht, dass das Video jetzt 30 Minuten lang wird. Deswegen haben wir jetzt noch zwei wichtige Aufgaben in diesem Vlog zu erledigen. Erstens mal, wir werden die Rotbau-Unke jetzt füttern und zwar von der Pinzette, den mein Kleiner, der frisst wunderbar von der Pinzette. Und zweitens mal werden wir bei Cardisoma Amatum nochmal das Wasser wechseln und den Kleinen auch ebenfalls von der Pinzette etwas Futter geben. Er frisst nämlich auch vor der Pinzette, weil meine Tiere sind einfach super wohl erzogen. Gut, das alte Wasser habe ich jetzt rausgemacht. Ich fülle jetzt schnell das neue rein. Man sieht jetzt hier sehr gut, dass ich hier unbedingt auch noch das Substrat einmal auffüllen muss, weil der schon wieder die Hälfte des Substrates in sein Wasserbecken reingetragen hat und das Wasser total überall hin rausgetragen hat. Deswegen ist das Substrat auch schon überfeuchtet, was ihn jetzt anscheinend nicht so sehr stört. Also der mag das, da in seiner Schlammsuhle zu liegen. Was jetzt auch nicht das große Problem ist, die Tiere leben ja in Mangrovenwäldern, da ist es ähnlich, also sumpfig und schön feucht. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber ich muss das Substrat dann die Tage auf jeden Fall erneuern. Ja, man sieht, man hat viel Arbeit mit diesen Krebsen. Als Futter bekommt er gemischte Sachen und zwar als erstens bekommt er mal einige Schokoschaben. Und zwar, er bekommt immer so pro Fütterung 2 bis 3 Schokoschaben und der nimmt die eigentlich sehr gut von der Pinzette. Bitte schön. Komm, nimm's normal. Nicht den. So, komm, jetzt. So. Oh, sehr gut. Also dem haben wir das ja schon sehr gut beigebracht, dass er von der Pinzette das sehr gut nimmt. Hier kommt seine 2. Schokoschabe. Die nimmt er dann auch. Dann hat er 2 Scheren voll und dann tue ich ihm den Rest einfach rein. Guck mal hier. Du hast noch eine andere Schere, mein Kleiner. Ganz genau. So ist gut. Super. Gut, den hat er auch genommen. Sehr gut. 3. Schokoschabe, die tue ich ihm hier rein. Die kann er sich dann zusammensuchen. Und als letztes gibt es auch noch ein bisschen Gemüse für den Zwerg. Einmal ein bisschen Süßkartoffel und einmal eine Scheibe Gurke. Das ist so das Futter, was er 3-mal die Woche bekommt. Tierische Kost gibt es bei ihm nicht immer. Also der bekommt tierische Kost 2-mal pro Woche. Einmal gibt es dann nur pflanzliche Sachen, weil der muss nicht unbedingt immer tierische Kost fressen. Das fressen sie am liebsten. Also das ist auf jeden Fall der ganz große Favorit, tierische Sachen. Aber das muss nicht immer sein. Als nächstes und letztes Tier, was in diesem Vlog heute gefüttert wird, kommt meine Rotbau-Unke. Ja, das war sehr schön, nur man konnte das nicht so gut sehen. Da sieht man den Kopf ein bisschen. Gut, hier kommt das nächste Heimchen. Ah, super schön genommen. Da sieht man ihn jetzt sehr gut. Ist ein adultes Männchen. Chinesische Rotbau-Unke hat natürlich nicht die deutschen Einheimischen, sondern das ist eine... auch eigentlich gar keine tropische Art, also ich wollte jetzt gerade sagen eine tropische Art, die sind aber eigentlich nicht tropisch, kommen so aus den Subtropen, sind sehr einfach in der Haltung und, oh ja gut, so, bisschen Humor hat er noch, gut, das reicht auch, also den müssen wir nicht überfüttern, man sieht, der hat auch ein bisschen Speckröllchen, der muss jetzt auch nicht fetter werden, das reicht bei dem. So Leute, das wäre jetzt das Ende dieses Videos, ich hoffe, dass euch der erste ExoJagd-TV-Vlog gefallen hat und wie gesagt, wenn ihr mehr von solchen Vlogs sehen möchtet, dann drückt bitte den Like-Button, wenn euch das nicht so doll gefallen hat, könnt ihr ruhig den Dislike-Button drücken und natürlich bitte was in die Kommentarleiste schreiben, David, das fand ich super gut, das ist eine richtig gute Idee, du hast es gut gemacht, ist interessant und so weiter und so fort, oder David, das ist eine scheiß Idee, macht das nicht, ist überflüssig, langweilig, interessiert uns nicht. Bitte teilt mir eure Meinungen mit, davon hängt nämlich ab, ob ich diese Serie weitermache oder halt nicht. Wenn ihr weitere Tiervideos gucken möchtet, dann abonniert bitte diesen Kanal. Wenn ihr weitere Bilder von meinen Tieren sehen möchtet, dann könnt ihr mir ruhig auf Instagram folgen. Der Name David's Exotics steht hier eingeblendet. Und ja, ich bedanke mich fürs Video anschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.